Ja, ihr Lieben, bevor nun der zweite Teil hier losgeht, wollte ich sagen, es gibt eine neue Aktion. Und zwar gibt es einen 40-Euro-Gutschein, also diesmal kein Prozent, sondern satter 40-Euro-Gutschein auf all meine Bundle-Pakete. Also Bundle ist ja so Neudeutsch für mehrere Kurse zusammen. Also da gibt es so viele beliebte Pakete, wo so meine Hauptkurse drin sind und solche Sachen. Es gilt bis Sonntag. Und der Code heißt Bundle40, also Bundle40. Schreib's auch nochmal hier unter das Video oder hier direkt rein. Und außerdem gilt er für den Liebeschip Pro Kurs. Das ist der Kurs, den man so, ja, als quasi als letztes, ja, oder mehr zum fortgeschrittenen Stadium macht, wo man auch mal eigene toxische Anteile sich anguckt, und so weiter. Ja. So, zweiter Teil des Videos, wozu sind Beziehungen gut? Jetzt kommen wir mal zu der Mail endlich. Es gibt auch noch eine coole Aktion diese Woche, übrigens auf Liebeschip. Werde ich auch nochmal ansagen, aber am besten abonniert auch gerne den Newsletter und abonniert meinen Kanal. Also für die Neuesten auf YouTube, es kostet nichts. Ne? Man bekommt immer Nachrichten, wann das nächste Video kommt oder auch ein Livestream. Gebt meine Arbeit gerne weiter, es hilft mir alles. Und jetzt kommen wir mal zu der Mail von Nikitov. Hallo Christian, mach du mal. Also geht wieder um das Thema, wozu sind Beziehungen gut, ne? Und auch, was mit dem Video cool rauskommt, dass ich, was ich immer wieder sage, in der Beziehung müssen schon für beide Partner die gleichen Rechte und Pflichten. Du kannst, also gleiches Recht für alle gilt in der Beziehung, ne? So, mach dir mal eine Folge zu dem vermeintlichen Konflikt zwischen Beziehung, Bedürfnis und Liebe. Ich hatte mit meiner Frau viele Jahre Beziehung, Haus und Garten, Kinder, ein Gespräch über Geben und Nehmen in einer Beziehung. Sie sagte mir, sie wolle in einer Beziehung nichts geben müssen. Ja, also, das ist schon so geil. Ja, also dann seid, also, das ist Quatsch. Nee, das kannst du mit, also sind ja Haustiere, sind ja, also wie gesagt, ich will jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber Haustiere, insbesondere Hunde und vielleicht auch Katzen, gelten ja als besonderes Beispiel, also in der, zumindest in der Behandlung von Liebessucht und was weiß ich, gelten die als gutes Beispiel für eine unbedingte Liebe, ne? Also diese Liebe, die man zu einem Hund zum Beispiel hat, so, ne? Wie gesagt, ich will das alles nicht vergleichen, aber ihr wisst schon, was ich meine, so. Trotzdem muss man diesem Hund mal füttern. Also da kann ich nicht sagen, ich möchte nichts geben in dieser Beziehung zu dem Hund. Der muss mal gefüttert werden, der muss Gassi gehen. Und trotzdem hat man eine, also empfinden glaube ich viele so, ich habe jetzt, hatte nur als Kind einen Hund, aber würden glaube ich viele sagen, dass sie eine unbedingte Liebe zu diesem Tier empfinden. Aber das heißt natürlich trotzdem, dass du ihn füttern musst, ne? Und in der Beziehung ist es auch so. Ich sage jetzt mal nicht, dass du den Mann füttern musst, aber du musst die Beziehung füttern. Weil alles stirbt, wenn es nicht gefüttert wird. Und wenn ich sage, ich möchte dieser Beziehung, also vielleicht kann man mal sagen, nicht dir, sondern ich möchte dieser Beziehung nichts geben, ja, dann stirbt die Beziehung. Ne? Und wie gesagt, natürlich möchte man in der Beziehung bestimmte Bedürfnisse befriedigt haben. Und das ist, ja, ist schon so ein bisschen sehr auf ihre Bedürfnisse geschnitten, diese Aussage, ne? Ihrer Meinung nach sollte jeder seine eigenen Bedürfnisse befriedigen und allein damit den anderen bereichern. Ja, aber das ist ja schon wieder ein Widerspruch. Sie sagt ja, sie möchte gar nichts geben. Also die Idee ist ja eigentlich, dass ich so voller Liebe, Selbstliebe bin, dass ich quasi so überquelle und dann natürlich gerne anderen, auch dem Partner, vor allem dem Partner, oder was weiß ich wem, abgebe von dieser Liebe, weil ich habe ja viel zu viel davon, ne? Aber, ja, aber dann passt es nicht zu dieser Aussage, ich möchte nichts geben, so, ne? Sie möchte nicht das Gefühl haben, mir etwas geben zu müssen, sondern im Gegenteil, so wie sie ist, möchte sie genug sein. Gut, es könnte es natürlich sein, ich kenne natürlich jetzt nur deine Seite, dass du vielleicht, das wäre jetzt ein super Thema für eine Paartherapie auch, dass sie vielleicht zum Beispiel zu sehr an ihr ziehst oder aus ihrer Sicht zu viele Erwartungen hast, müsste man nachgucken, ne? Aber ich bleibe jetzt mal bei deiner Seite, geht ja nicht anders. Ich kann sie da verstehen, möchte doch jeder so geliebt werden, wie er ist. Trotzdem bin ich der anderer Meinung. Für mich gehört das Eingehen auf die Bedürfnisse des anderen zur Beziehung dazu. Ja, das ist das Problem mit Standards und Dealbreakern. Du kannst es nicht von einem bestimmten Menschen erwarten, ne? Du kannst sagen, ich möchte gerne in einer Beziehung Sexualität haben. Wenn du jetzt in einer Beziehung bist, wo es keine Sexualität gibt, dann kannst du die
schlecht einfordern. Du kannst dann nur sagen, hier gibt es keine Sexualität, ich möchte welche haben. Was machen wir jetzt, ne? Und natürlich hat der andere auch eine Verantwortung mit für die Beziehung, wenn der sagt, ich gebe hier keine Sexualität rein in die Beziehung, warum auch immer, weil er es nicht fühlt, weil er keinen Bock hat, wie auch immer. Wird das einen Einfluss haben auf die Beziehung? Also natürlich darf man das, völlig klar. Man muss gar nichts irgendwie, aber dann geht unter Umständen die Beziehung kaputt so, ne? Das, ja, gibt es auch ein schönes Buch von David, also mein Buch natürlich auch, ne? Der Liebescode, lest das, steht da ganz viel drüber drin. Ansonsten, wenn ihr mal ein anderes Buch nehmen wollt, von David Schnark, Psychologie der sexuellen Leidenschaft, auch der Titel ist echt sehr unglücklich, finde ich, aber wird das da groß, sehr breitet das ganz weit aus, das Thema. So. Genau. Aber wie gesagt, guckt auch mal, habe ich lange nicht mehr erwähnt, das Buch rein. Von mir gibt es auch als Hörbuch Audible. Überall der Liebescode. So, für mich gehört das eingehen auf. Man hat kein Anrecht drauf, aber doch erwarte ich irgendwie, dass man das Beste für sein Gegenüber möchte. Naja, das Beste für sein Gegenüber möchte ist sowieso Liebe, ne? Das würde ich mit Liebe. Und natürlich ist es Quatsch, dass man kann nicht nichts erwarten in einer Beziehung. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Natürlich gibt es da kein Richtig und kein Falsch, aber naja. Aber wir kommen noch auf das eigentliche Problem, kommen wir, glaube ich, gleich noch. Ich wünsche mir zum Beispiel in unserer Beziehung mehr Zärtlichkeit und körperliche Nähe. Die kann ich mir nur sehr eingeschränkt selbst geben. Meine Frau ist oft sehr distanziert und scheut Körperlichkeit unter anderem deshalb, weil sie sagt, dass ich dann immer mit ihr schlafen wolle. Ja, wie gesagt, das wäre schon, ich kenne jetzt ihre Seite nicht, wäre ein gutes Thema für eine Paartherapie, hervorragendes Thema. Aber natürlich sagst du dir, hey, was ist denn der Witz von einer Beziehung, mit die ja auch mit Pflichten einhergeht, wenn ich dann nicht mal, oder nicht, ja, nicht nur nicht mal, sondern nie Sex kriege. Also natürlich, aber du musst nicht in diesem Konstrukt sein, du musst diese Macht nicht abgeben. Du kannst sagen, ich möchte in diesem Konstrukt nicht leben, muss dann nur die Konsequenzen tragen. Nur du kannst es nicht von einer bestimmten Person erwarten, so, ne? So, ich habe formuliert, dass ich gerne mehr gestreichelt werden möchte. So, jetzt sagst du, okay, ich will gar keinen Sex, ich möchte mehr gestreichelt werden. Ne? Weil du vielleicht denkst, oh, Männer wollen immer Sex, das ist böse. Frauen wollen auch Sex, also. Und so, jetzt fängst du schon an, so mit diesem Denken, ich möchte nur gestreichelt werden. So, jetzt sagt sie, sie kann mir diesen Wunsch leider irgendwie nicht erfüllen. So sagt sie, nee, mach ich auch nicht. Kein Bock. Ja, da gibt sie nichts rein, gar nichts. Ne? Sie muss es nicht, nur es hat Konsequenzen. Ne? Sie sagt mir oft, dass sie in den raren kinderfreien Zeiten keinen Körperkontakt möchte und erstmal das Bedürfnis hat, für sich zu sein. Wie gesagt, das ist, vielleicht denken viele Menschen, die Kinder haben, das weiß ich nicht. Aber das ist wie in einer Firma. Das ist so, als wenn du hast hier Einkauf, Verkauf, Produktion. Jetzt sagst du so, ich gebe meine ganze Energie, gebe ich in den Einkauf und die Produktion rein. Verkauf interessiert mich nicht. Da, die kriegen kein Geld, die kriegen keine Arbeitnehmer. Ja, da funktioniert das ganze System nicht so, ne? Und du kannst nicht in einer Beziehung sagen, ja, okay, ja, in die Kinder wird investiert, im Job wird investiert, ins Haus wird investiert, in mich wird investiert und in die Beziehung investiere ich gar nichts. Ja. Dann stirbt das, ne? So, andersherum ist das Bedürfnis meiner Frau Sicherheit und Verlässlichkeit. Jetzt kommen wir nämlich zu ihrem Bedürfnis. Das finde ich so geil. Und das ist, glaube ich, sehr häufig. Das ist echt geil, finde ich. So, bist du schon mal abgespeist mit, kannst mich bitte unbedingt lieben und du bekommst gar nichts. So, jetzt kommt sie mit ihren Bedürfnissen. Andersherum ist das Bedürfnis meiner Frau Sicherheit und Verlässlichkeit. Das hat übrigens nichts mit Geschlechtern zu tun. Das könnte jetzt auch andersrum sein, aber. Ich freue mich auch immer, wenn Männer mal schreien, weil Männer sind manchmal genauso am Arsch, echt. Nicht nur manchmal. So. Freue mich natürlich auch, wenn Frauen mir schreiben, aber wie gesagt, Männer finden das, glaube ich, noch schwieriger, sich mal Hilfe zu holen. Sie hat die Tendenz zur Kontrolle und erträgt es schlecht, wenn ich unkontrolliert unterwegs bin. In Zeiten von Corona fällt das ja weg.
und beispielsweise nicht zur rechten Zeit wieder zu Hause bin. So, jetzt müsstest du dich da hinstellen, müsstest sagen, hey, kannst du mich bitte unbedingt lieben, auch mit meiner Unpünktlichkeit? Das gilt gleiches Recht für alle. Ja, kannst du sagen, sorry, da möchte ich auch unbedingt geliebt werden. So, mich engt das ein und ich tue mich schwer damit, auf ihre Wünsche dahingehend einzulassen. So, wenn ihr euch beide jetzt eingefühlt fühlt vom Partner, dann hat aber auch jeder das Recht, hat nicht nur deine Frau das Recht zu sagen, ja, ich gebe dir nicht, was du willst, dann kannst du genauso gut sagen, ich gebe dir nicht, was du willst. Und das wäre, glaube ich, eine interessante Dynamik, wo man vielleicht mal ins Nachdenken kommt, ob das so der richtige Weg ist, so, ne? Ich bin eher unorganisiert und spontan, was meine Frau definitiv nicht ist und es latent Unsicherheit bei ihr hervorruft. Diese Probleme, ja, aber da könntest du jetzt auch sagen, ist dein Problem. Ich möchte gern unbedingt geliebt werden. So, ne? Diese Probleme haben wir seit Jahren immer wiederkehrend. Mit Kindern wird die Sache nicht gerade leichter. Im Grunde merke ich, dass mir etwas fehlt in der Beziehung, kann es aber nicht richtig akzeptieren. Das solltest du auch nicht. Also für dich nicht akzeptieren. Vielleicht musst du deine Frau so akzeptieren und musst dann überlegen, was du machst. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber abfinden sollst du dich damit nicht, ne? Nur Verständnis auf eine Besserung in meinem Sinne. Zurzeit spüre ich gelegentlich eine dumpfe Traurigkeit in mir. Puh, es ist echt höchste Zeit, dass du was machst und such dir auch mal Hilfe vor Ort oder geht mal in eine Paartherapie, die ich nicht so recht verorten kann. Gedanklich befinde ich mich oft außerhalb unserer Beziehung, bei der hübschen Verkäuferin oder bei der einen oder anderen Person aus vergangenen Zeiten und stelle mir vor, wie es wäre, mit ihr zusammen zu sein. Ja, das ist natürlich was, also, ich meine, du machst ja jetzt nichts Böses, das ist ja nur ein Gedanken, aber das ist natürlich, was passiert, wenn einer der beiden Partner nichts mehr reingibt in die Beziehung. Ne? Ich denke, ich projiziere mein Bedürfnis, geliebt zu werden, so wie ich mir das vorstelle, einfach an die nächste Person. Sollte ich nicht eher mich selbst lieben und diese Liebe von niemand anders benötigen? Ja, da kannst du natürlich immer dran arbeiten und trotzdem sagst du dir vielleicht, und wenn ich noch so viel Selbstliebe habe, wenn ich schon in einer Beziehung bin, musst du ja nicht sein. Dann hätte ich auch gern eine, wo, also das ist ja, in Beziehung ist ja auch irgendwo ein Deal. Ich meine, und man schränkt sich irgendwo ein und gewinnt dadurch durch was anderes. Aber wenn du das Gefühl hast, du schränkst dich ein und gewinnst eigentlich gar nichts, außer jetzt vielleicht die Häuslichkeit, aber so schön hört es sich ja jetzt auch nicht an, dann, gut, dann hast du vielleicht noch den Gewinn, dass ihr zusammen Kinder großziehen wollt, aber scheinbar sagst, hast du das Gefühl, es ist so ungünstig für mich, da kann ich nicht drüber hinweggehen, ne? Und sich das jetzt sozusagen abzutrainieren, dein sexuelles Bedürfnis über Selbstliebe, das ist, glaube ich, auch nicht, also aus meiner Sicht nicht, wie es gedacht ist, so, ne? Wofür ist denn eine Beziehung denn eigentlich da, wenn man sich auch alles selbst geben kann und muss ich das denn überhaupt? Nee, musst du eben nicht. Und du kannst sagen, also du kannst, natürlich ist immer eine gute Position, wenn man das Leben in einer Beziehung genießt und außerhalb einer Beziehung auch genießt. Das ist immer eine gute Position. Und trotzdem kannst du sagen, ich wäre lieber in einer Beziehung und kannst du vor allen Dingen sagen, wenn du in einer Beziehung wärst, ich hätte gerne lieber eine mit Sex. So, ja, natürlich kannst du das sagen, ne? Und woraus besteht denn eigentlich Liebe? Ja, das hatte ich ja, wie gesagt, im ersten Teil dieses Videos, denke ich, beantwortet. Ich habe das Gefühl, wir sind mittlerweile so verstrickt ineinander, dass ich nicht mehr klar sehen kann. Ja, ihr solltet echt was machen. Vielleicht hast du ein paar Impulse für mich. Ja, also ich denke, du hast dir, also jede Beziehung ist erstmal die richtige und du darfst jetzt, wie eigentlich die allermeisten, die auf meinem Kanal sind, für dich einstehen und kannst sagen, so geht's nicht. Wenn deine Frau dann kommt, ich möchte gerne unbedingt geliebt werden, sagst du, ja, dann bitteschön, dann gleiches Recht für alle, ich mache ja auch, was ich will. So, ne? Das wird die Dynamik schon mal ziemlich verändern. Also wie gesagt, das macht vielleicht innerhalb einer laufenden Paartherapie, wäre es vielleicht noch kontrollierter, aber ich sage jetzt einfach mal nur so meine Gedanken dazu und du kannst ja gucken, was du damit machst. Natürlich könntest du auch sagen, ja, habe ich verstanden, du möchtest keinen Sex, dann ja, möchte ich nicht mehr in diesem Commitment sein. Du musst es nicht, du musst gar nichts. Ne? Es hat natürlich Konsequenzen, die musst du dir vorher überlegen, aber wenn du das mit offenem Visier machst, wird auch die Dynamik total verändern in eurer Beziehung so, ne? Also, aber wie gesagt, das, ich könnte mir vorstellen, auch zum Positiven, aber ja, ist natürlich ein Risiko, aber nichts ist ohne Risiko, ne? Ich denke, das Thema für dich ist, für dich einzustehen. Und du kannst natürlich auch sagen, ja, was so ähnlich wäre,
Ja, also kannst sagen, ich möchte, weiß ich nicht, brauche eine Pause. Du kannst sagen, okay, ich gucke mir das noch ein halbes Jahr an und dann mache ich was anderes. Oder du kannst sagen, gut, ich akzeptiere es, dass du keinen Sex haben willst. Dann hat das, möchte ich aber, dass ich genauso akzeptiert werde. Und das hat die, dann, ja, möchte ich mich auch nicht unbedingt an Regeln halten. So. Na, dann möchte ich auch so geliebt werden, wie ich bin. Kannst, und vielleicht trotzdem hältst du dich ans Commitment so. Nur alles, was du machst, würde ich mit offenem Visier machen. Sei fair irgendwie so, auch wenn du das vielleicht bei ihr nicht fair findest. Und ja, der Druck steigt, aber es ist immer so, ohne dass wir inneren Druck haben, bewegen wir uns ja nicht. Also nimm's mit einem lachenden Auge. Und ja, super Mail. Und natürlich kannst du, ja, gut, ich habe glaube ich alles gesagt. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.